noch einmal alles durchgehen. Jeden Schritt, jede Drehung, die Anspannung auf dem Höhepunkt. Durchatmen, anlaufen und alles auf die Matte bringen, was man hat. Gerätturnen, eine ganz besondere Leidenschaft. Für mich ist so, nein, ich mache nicht Leichtathletik, nein, ich mache nicht Ringen oder was weiß ich. Für mich ist halt Turnen mein Sport und ich könnte mir nicht vorstellen, mit Turnen aufzuhören, weil mir mal einfach irgendwas fehlen würde. Zu Hause turne ich die ganze Zeit rum, in der Schule turne ich rum. Ich muss mich halt irgendwie immer so bewegen und das gehört einfach in meinem Leben dazu. Ohne geht's halt bei mir nicht. Körperspannung, Mut, Athletik, Eleganz. Es gibt viele Worte, die auf das passen, was die großen und kleinen Ladies hier auf die Matte bringen. Es ist zwar kein Kunstturn, die Leistungsvariante, sondern in dicken Anführungsstrichen nur Breitensport. Aber was hier bei den Berliner Meisterschaften im Gerätturnen gezeigt wird, ist ein sehr hohes Niveau. Also für mich sind die Berliner Meisterschaften eher so ein Sprungbrett halt für die Deutschen, weil das, wenn man da halt nicht so wirklich gut ist, kann man nicht bei den Deutschen teilnehmen. Da musste sich die kleine Tammy Schwarzwälder erstmal keine Sorgen machen im Mehrkampf und in drei Einzeldisziplinen holte sich die 14-Jährige die Berliner Meisterschaft. Damit ist sie für den Deutschlandcup qualifiziert. Es ist nicht wirklich ein anderer Wettkampf als hier. Es ist einfach nur, dass bessere Leute dabei sind. Man denkt sich so, wow, was geht denn jetzt hier ab? Aber letztes Jahr lief es bei mir auch gut und ich freue mich auf jeden Fall schon. Der Deutschlandcup ist die inoffizielle deutsche Meisterschaft, sozusagen die DM für den Breitensport. Dieser Wettbewerb ist trotzdem sehr leistungsstark und vor allem leidenschaftlich. Beispielgefällig Juliane Veit. Sie gewann den höchsten deutschen Titel im Gerätturnen bereits zweimal und gehört damit zu den Besten ihrer Zunft. Zu einer internationalen Karriere reicht es hier zwar nicht, aber der besondere Reiz liegt bei ihr woanders. Man kennt die Mädels ja bestimmt schon seit 10 Jahren, hat immer miteinander geturnt. Das macht auf jeden Fall auch den Reiz. Und ja, Turnen an sich macht einfach riesig Spaß. Also das merke ich jedes Mal wieder. Es ist einfach, das Turnen an sich geht nicht ohne. Es gibt zwei grobe Wege, die zum Gerätturnen führen. Die einen kommen, wie zum Beispiel Tammy vom Leistungssport, hierher, weil es für die ganz große Karriere doch nicht ganz reicht. Und die anderen, wie Juliane, entwickeln sich über den Breitensport zu beachtlichen Turnerinnen. Das geht dann bis ins höhere Alter. Mittlerweile ist die Wahlkölnerin 28 Jahre alt. In Turnmaßstäben gehört sie schon zu den alten Hasen. Doch einen begeistert sie noch immer ganz besonders. Einer meiner ältesten Schülerinnen, die hat bei mir mal angefangen mit dem Turnen. Da war sie, weiß ich, noch unter 13 Jahren, also noch recht, recht jung. Und man verfolgt natürlich die Geschichte. Und da hüpft natürlich immer mein Herz, wenn ich sehe, dass sie immer noch in der Lage sind, sich weiterzuentwickeln. Diese Begeisterung teilten auch die Kampfrichter. Sie honorierten ihre Leistung unter anderem mit dem Berliner Meistertitel im Mehrkampf. Damit ist auch Juliane für den Deutschlandcup qualifiziert. Gemeinsam mit Tammy wird sie dann wieder zeigen, dass auch der Breitensport sehr, sehr leistungsstark ist.